Hallo und herzlich willkommen bei My Personal Coach bei Josko Fitness. Mein Name ist Karin und ich freue mich heute mit euch gemeinsam ein Faszien-Stretching durchzuführen. Ihr macht es eventuell schon hier bei uns im Five, aber jetzt mit ein paar Übungen könnt ihr es auch bei euch zu Hause machen, im Urlaub, im Hotel oder auch zwischendurch im Büro. Alles, was ihr braucht, ist ein Stuhl und später auch eine Matte. Und dann kann es auch schon losgehen. Es ist nicht ganz so entspannt wie ein normales Stretching, aber sehr, sehr effektiv. Unsere erste Übung ist mit dem Stuhl, der Katzenstretch. Stell dich etwas weiter entfernt vom Stuhl, nimm die Arme ganz, ganz lang auf deine Stuhlfläche. Beuge die Knie leicht und schieb dich jetzt mal so richtig weit zurück. Zieh dich lang wie eine Katze, schieb dein Gesäß zur Decke und zieh dein Bauchnabel ran zur Wirbelsäule. Heb nur deine rechten Fingerspitzen zur Decke und schaue mit deiner Nasenspitze zu deinen Fingern. Atme dabei fließend und gleichmäßig. Und löse wieder. Dasselbe mit der anderen Seite. Heb die linken Fingerspitzen an und schaue mit der Nasenspitze zu deinen linken Fingerspitzen. Schieb dein Po etwas weiter nach oben. Zieh den Bauch nochmal etwas ein. Sinke tief mit den Schultern. Und löse. Schieb nun dein rechtes Becken etwas weiter zur Decke. Streck dein Bein. Und wechsel das linke Becken zur Decke. Streck das linke Bein. Wechsel so einfach ein paar Mal hin und her. Spür, wie es immer wieder an unterschiedlichen Stellen zieht. Spiel ein bisschen in der Dehnung. Faszienlieben ist vielfältig und abwechslungsreich. Bleib mit beiden Beinen leicht gebeugt. Und mach auch hier im Wechsel die linke Schulter ein bisschen tiefer. Und dann langsam die rechte Schulter etwas tiefer. Jedes Mal, wenn du ausatmest, wechsle deine Seite. Diese Übung ist ideal auch zwischendurch am Arbeitsplatz. Falls dir der Stuhl zu tief ist und die Dehnung zu intensiv wird, leg deine Hände einfach auf deinen Schreibtisch oder deinen Küchentisch. Löse dann langsam. Beuge deine Ellenbogen, schieb dein Gewicht nach vorne. Lass deine Fußspitzen auf dem Boden. Zieh deinen Bauch ein und zieh deine Schulter nach hinten unten. Spann die Oberschenkel leicht ein, zieh deinen Bauch an und schaue leicht zur Decke. Spür die Länge über die komplette Vorderseite. Atme. Stell die Fersen wieder zurück, schieb dich zurück und löse. Locke deine Hände aus. Wir kommen zur zweiten Position. Stell dich seitlich zu deinem Stuhl. Nimm eine Hand auf den Stuhl, am besten so, dass der Daumen noch am Boden zeigt. Die Fingerspitzen zur Lehne. Stell dich weit weg, sodass du hier etwas schräg bist. Und ziehe nun den oberen Arm weit über die Seite. Öffne deine komplette äußere Flanke. Wenn du möchtest, spiel auch hier mit deiner Handposition. Dreh die Innenseite der oberen Hand zur Decke. Oder dreh sie wieder tief. Zieh sie weiter zurück. Versuch einfach hier herauszufinden, was für dich am effektivsten ist, wo du die Dehnung am meisten spürst. Denke daran, dass du dich hier richtig rausdrückst, dass du nicht durchhängst, sondern dass du wie ein gespannter Bogen über dem Stuhl stehst. Und löse. Komm näher ran und mach genau dieselbe Bewegung zur anderen Seite. Such dir erst wieder einen sicheren Halt. Stell die Füße weiter raus. Zieh den oberen Arm. Drück dich zur Decke im Gesäß. Und variiere deine Handposition. Spreize auch mal deine Finger. Zieh deinen Arm etwas weiter zurück.
Kommen wir zur nächsten Übung. Nimm dir wieder deinen Stuhl, stell das eine Bein drauf, mit der Ferse, sodass die Zehenspitzen zur Nase ziehen. Roll dir das Standbein ganz leicht, zieh deinen Bauchnabel ein und komm aus der Hüfte weit nach vorne. Halte die Dehnung für einen Moment und nimm jetzt deine Arme wieder zu, atme tief ein, wieder ausatmen, zieh dich ein Stück weiter nach vorne. Das Wichtige bei der Übung, dass du schön lang bleibst in der Wirbelsäule. Vom Scheitel bis zum Steißbein ganz, ganz lang ziehen. Variier jetzt einmal die Fußposition, dreh deinen Fuß nach außen oder dreh deinen Fuß leicht nach innen. Du kannst auch gerne das Bein etwas beugen und schauen, was passiert, wie sich die Dehnung verändert. Oder leicht wieder strecken. Spiele hier einfach ein bisschen mit deiner Position. Und spür immer wieder in deinen Körper hinein, wie sich's verändert. Dehne jetzt etwas weiter nach außen. Bleib einfach immer wieder gerade im Oberkörper. Dehne nach innen. Atme. Und löse. Lass dein Bein locker und wechsel zur anderen Seite. Zieh die Zehen wieder ran. Ausgangsposition aus der Hüfte nach vorne, lange Arme, halte diese Vorspannung, atme ein, wenn du dich gut fühlst, komm beim Ausatmen etwas weiter nach vorne, zieh die Zehen ran und auch hier variiere entweder dein Knie, spüre wie es stärker zieht oder variiere deine Fußposition. Wenn dir das am Anfang zu viel ist, dann bleib einfach nur hier. Wenn du schon sehr beweglich bist, spiele weiter. Geh mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer. Und löse. Locker deine Beine wieder aus. Als nächstes wechseln wir auf die Matte. Pack deinen Stuhl weg und richte dir eine Matte. Okay, öffne die Beine ganz, ganz weit. Beide Fußspitzen zeigen zu mir. Nimm die Hände auf deine Oberschenkel, schieb dein Gesäß leicht zurück und streck das rechte Bein richtig lang. Zieh die Schultern zurück, wir dehnen die Innenseite von deinen Oberschenkeln. Dreh jetzt, wenn du mehr magst, deine Fußspitze vom rechten Fuß zur Decke und zieh deine Arme ganz, ganz lang. Zieh die Schultern zurück, auch hier ist wieder wichtig, dass du gestreckt in der Wirbelsäule bist und hier eben deine Dehnung spürst. Atme, zieh etwas tiefer, schieb dein Gesäß weiter zurück, zieh deine Wirbelsäule noch mal etwas länger und löse. Dreh dich zum linken Bein, Knie ab, mach hinter deinen Fuß ganz, ganz lang und stell deine Hand neben deinen Fuß. Öffne deinen Arm, zieh dich ganz, ganz lang. Und schieb dein Gesäß jetzt tief. Hier darfst du ruhig ein spitzes Knie machen. Wenn du mehr möchtest, öffne den Arm zu mir. Öffne deine Brust. Spür die Dehnung im Gesäß. In Schulterblättern. Atme. Und löse. Komm langsam nach oben auf beide Füße. Wechsel die Position. Fußspitzen zu mir, Gesäß zurück, Schulter zurück, lange Wirbelsäule. Variier auch hier wieder, wenn du magst, zieh die Fußspitzen vom linken Fuß ran, schieb die Arme lang. Auch hier kannst du später spielen, je öfter du mein Video machst, umso mehr merkst du, dass du tiefer in die Dehnung kannst oder mehr variieren kannst. Du kannst auch die Arme öffnen. Tiefer gehen. Such dir einfach wieder eine Position aus, in der du spürst, wie deine Faszienlänge bekommen. Löse. Dreh dich auf das linke Knie. Leg deinen Fuß ab. Leg deine Hand ab.
öffne deinen rechten Arm zur Decke, schieb dich weit nach vorne und wenn du kannst, nimm deinen Arm weiter zurück zu mir. Und löse. Nimm beide Arme auf eine Seite, beide Beine weit zurück. Streck die Beine ganz, ganz lang und zieh den Oberkörper ganz, ganz lang. Öffne deine Beine leicht und vor allem hier drück dein Steißbein fest in die Matte. Zieh dich lang, die Schultern zurück Richtung Gesäß. Und wenn du mehr Dehnung möchtest und keine Probleme im Rücken hast, winkle deine Beine an und zieh deinen Kopf Richtung Füße. Schieb dich noch ein bisschen weiter hoch. Und setz die Füße auf, schieb dich weit zurück. Schließe deine Füße, öffne deine Knie, zieh dich lang. Stirn zur Matte, Schultern tief. Und drehe jetzt deine Innenseite der Hände zur Decke und drück deine Daumen nach außen. Und immer wieder die Daumen weit nach außen drücken, den Kopf tief lassen. Und lösen. Und langsam nach vorne, leg dich ab. Streck deine Hände, stell deine Füße auf. Bring Spannung in deine Beine. Heb dein rechtes Bein an. Und nimm das gestreckte Bein über deine Hüfte rüber. Zieh die Zehenspitzen an und lass beide Hände fest auf den Boden. Krabbel eher noch ein bisschen weiter nach vorne. Atme. Zieh die Zehen ran, streck die Fersen weit zurück. Komm langsam wieder über die Mitte. Und senke deinen Fuß. Dreh das linke Bein, zieh dich nochmal richtig schön lang. Ferse nach hinten, ziehe ran, Bein über die Seite, lass beide Hände tief und krabbel noch mal etwas weiter nach vorne. Und löse. Nimm die Hände zu den Schultern, schieb dich zurück, setz dich ab, zieh die Zehenspitzen ran. Nimm die Arme ganz, ganz weit nach außen, mach dich ganz lang, schieb deine Handballen weit nach außen. Spür, wie die Schulterblätter aus der Wirbelsäule rausgezogen werden. Atme ein. Beim Ausatmen nimm deine Nasenspitze zum Bauchnabel, mach dich ganz, ganz rund. Und schieb immer wieder deine Arme nach außen und die Zehenspitzen ran. Und wenn du jetzt noch mehr möchtest, wander mit deinem Stirn weit nach vorne, lass die Schultern hinten, nimm die Arme raus, zieh die Zehen ran und spür die komplette Länge über deine Rückseite. Wie es warm wird, wie es kribbelt. Und löse dann langsam. Locker deine Beine, locker deine Arme. Das ist mit Sicherheit eine der unangenehmsten Übungen aus dem Faszienstretching. Aber je öfter du diese Übung machst, umso mehr bekommst du ein Gefühl für die Übung, umso einfacher wird es für dich. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst beim nächsten Josko-Training oder auch wenn du Fragen zu Faszienfitness hast, komm jederzeit auf mich zu.